ein Thema besprechen und Gedanken darüber machen. Was draußen in der Welt dieses Thema gar kein Thema mehr ist eigentlich. Und was eigentlich auch bei vielen Christen auch immer weniger zum Thema wird. Ich möchte dazu am Beginn zwei Verse lesen. Der eine ist aus dem Buch der Sprüche, 1. Kapitel, Vers 7. Und der zweite kommt aus dem Psalm 111, den wir heute Morgen schon mal gehört haben, aber dann jetzt der 10. Vers. Also zuerst der 7. Vers aus dem 1. Kapitel des Buches der Sprüche. Dort heißt es: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Also Toren sind dumme, um es in diesem Wort auszusagen. Im Psalm 111, im 10. Vers heißt es: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sie macht alle klug, die sie üben. Sein Ruhm besteht ewiglich. Also es geht hier in diesen beiden Versen und auch jetzt in unserem Thema um die Furcht des Herrn oder auch Gottesfurcht genannt. Gottesfurcht ist etwas, was bestimmt, wenn ich jetzt 20 Leute frage, bekomme ich jetzt hier bestimmt 5, 6 verschiedene Antworten, wenn es reicht. Was ist eigentlich Gottesfurcht und zu was benötigen wir sie und zu was führt sie, wenn wir sie nicht haben? Es hat sehr gut gepasst heute Morgen vorhin in der ersten Predigt haben wir schon darüber gehört und eine Junge hat es hier in seinen Worten gesagt, als er die Frage gestellt hat: Ja, was war denn das Volk, ne, dass sie sowas gemacht haben? Hat er gesagt: Dumm. Es war mit seinen Worten mit Sicherheit auch das Richtige, was er da gesagt hat. Es war undankbar und dumm, also ohne Verstand. Und es ist bestimmt deshalb auch gemacht worden von dem Volk, weil da in dem Moment die Gottesfurcht einfach nicht da war. Es war gottlos sozusagen. Und ich möchte einmal das Wort oder den Begriff Gottesfurcht versuchen zu definieren. In Studienteilen von Bibel und so weiter findet man da natürlich auch Entsprechendes, aber nicht alles ist so, wie ich es mir gedacht habe, und deswegen habe ich es ein bisschen ergänzt. Dort heißt es, Gottesfurcht als Definition: Es ist ein ehrfürchtiges Bewusstsein für die Heiligkeit Gottes. Es ist ein ehrfürchtiges Bewusstsein für die Allmacht Gottes. Es ist aber auch ein ehrfürchtiges Bewusstsein natürlich für die Größe Gottes, wenn man sich mal wirklich in sich geht und sich das vorstellt. Und es ist mit Sicherheit ein ehrfürchtiges Bewusstsein für das, was Gott getan hat an uns, für uns und was er laufend tut. Das ist die eine Seite der Gottesfurcht, darauf möchte ich dann auch gerne noch gleich nochmal eingehen, auf die einzelnen Begriffe. Aber Gottesfurcht hat auch eine andere Seite. Jetzt haben wir über Gott gesprochen, jetzt müssen wir auch über Furcht reden. Furcht, damit ist es nicht gemeint, eine Angst, eine blanke Angst vor etwas, was Böses tut. Denn Gott tut nichts Böses. Gott ist Liebe, so sagt es uns das Wort. Diese Furcht hier ist eher Ehrfurcht, wie wir es in der ersten Bezeichnung schon gehört haben, gemeint. Es ist aber trotzdem auch eine gewisse Angst auch da. Und diese Angst würde ich mal als nicht als Angst bezeichnen, sondern als Scheu. Ja? Und so ist es auch, geht die Definition weiter. Gottesfurcht ist auch eine Scheu davor, gegen Gott zu handeln, gegen seine Gebote zu handeln und seine Gebote zu übertreten. Es ist das Beispiel vom Vater zum Kind, von den Eltern zum Kind, wie wir es heute Morgen auch schon mal hatten. Das war es wunderbar, dass es jetzt so schön gepasst hat, haben wir nicht abgesprochen. Kinder, ne, ihr habt ja erfahren, ne, mit dem Finger, ja, wo die Eltern mahnen. Und so mahnt uns ja letztendlich auch Gott. Und wenn wir ein Gebot übertreten, wenn eure Eltern sagen, ihr müsst zu Hause sein um 6 Uhr, und auf einmal guckt ihr auf die Uhr und es ist schon 10 nach, dann habt ihr... Was habt ihr dann?
ein Problem. Es könnte ein Problem geben, ja. Ihr wisst aber, ihr habt dann überzogen. Ihr habt das Gebot in dem Moment übertreten. Und ihr habt dann auf jeden Fall mal ein schlechtes Gewissen. Weil ihr wisst, das hätte ich jetzt nicht tun dürfen. Und genau dieses ist die Furcht. Das ist natürlich keine Angst vor den Eltern, dass er sagt, ich habe hier blanke Angst vor meinen Eltern. Auch dieses gibt es. Das wollen wir nicht verhehlen, natürlich, dass es auch Fälle gibt, ne, wo Eltern ihre Kinder eben nicht so behandeln, wie sie behandeln sollten, dass da tatsächlich Angst gibt. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern wir wollen jetzt über das Normale reden. Und das Normale ist dann eben, dass die Kinder dann eben ein schlechtes Gewissen haben gegenüber ihren Eltern oder auch natürlich Erwachsene. Ja, auch Erwachsene darf, auch für die gibt es Personen, wo sie den Finger heben. Sie haben vielleicht eine Arbeitsstelle, wo sie morgens pünktlich um 8 Uhr anfangen müssen und wenn sie dann um 8:30 kommen, dann steht auch einer da, der Chef. Und da hat man auch ein schlechtes Gewissen. Also genauso ist es auch bei Gott. Wenn ich seine Gebote übertrete, dann habe ich zumindest mal ein schlechtes Gewissen. Wenn ich das habe, dann habe ich ein gewisses Maß an Gottesfurcht. Und jetzt muss man bei Gottesfurcht auch unterscheiden, auch da gibt es zwei verschiedene Arten, so wie ich das mal bezeichnen, an Gottesfurcht. Das eine ist das Angeborene. Im Prediger sagt uns, Prediger 3, Vers 11, sagt uns das Wort, dass uns die Ewigkeit ins Herz gelegt wurde. Das ist Gottes Wort. Die Ewigkeit wurde uns ins Herz gelegt. Das heißt, wir haben eine ewige Existenz. Wir sind Ewigkeitsgeschöpfe. Das wissen wir. Das wissen auch Menschen, die nicht gläubig sind. Das wissen auch Atheisten. Auch wenn sie es noch so abstreiten, es gibt keinen Gott und was weiß ich alles. Tief in ihrem Herzen drin wissen sie ganz genau, dass es einen Gott gibt. Weil Gott das jedem Menschen ins Herz gelegt hat. Auch wenn sie es verdrängen, diese Gottesfurcht ist angeboren. Und diese Gottesfurcht, die kann man verdrängen, ja? Das machen viele Menschen. Und dann wandeln sie ohne Gott. Und die zweite Art der Gottesfurcht, das ist die Gottesfurcht, die man, wie wir sagen, hat, wenn man ein gläubiger Mensch ist. Die wollen wir uns dann auch anschauen. Schauen wir uns erstmal die erste an. Das ist die Gottesfurcht, die uns ins Herz hineingelegt wurde. Wenn die nicht mehr da ist oder wenn die verleugnet wird, dann passiert das, was gerade passiert oder was die letzten Jahrhunderte passiert und was laut Bibel und Gottes Plan auch noch die nächsten Jahrhunderte passieren wird, bis die Erde irgendwann mal nicht mehr da ist. Die Menschen werden immer mehr ihre Furcht vor Gott ablegen. Die Menschen werden immer gottloser werden und wir sehen das ja auch draußen und deswegen ist es auch eminent wichtig, dass wir gerade hier für unsere Kinder ihnen die richtige Erziehung zukommen lassen und sie behüten und auch für sie beten, gerade wenn sie jetzt in diese Welt hinausgehen, in die Schule. Dort beginnt es nämlich schon mit dem, dass die Gottesfurcht eben fehlt. Ich möchte dazu, ich habe hier ein Zitat, kein Gedicht, aber ein Zitat eines gläubigen Schriftstellers. Man kann davon ausgehen, dass er gläubig war, wir wissen das nicht genau. Das ist Antoine de Saint-Exupéry, ein französischer Schriftsteller. Er hat gelebt von 1900 bis 1944, dann ist er mit dem Flugzeug abgestürzt. Er hat also Folgendes gesagt über die Gesellschaft damals, ne, in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Gilt für uns heute genauso und gilt auch für viele Jahrhunderte davor. Wenn Menschen gottlos werden, also ihre Gottesfurcht verlieren, weil da kann man dann auch mal feststellen, das mache ich oft, ne, wenn ich jetzt wissen will, was bedeutet ein Begriff eigentlich, dass ich einfach mich gucke, was ist das Gegenteil von dem. Ja, wenn ich mir dann das Gegenteil von dem Begriff angucke, dann verstehe ich auch besser, was der Begriff als solcher bedeutet. Und das Gegenteil von Gottesfurcht ist eben, nicht gottesfürchtig zu sein oder gottlos auch zu sein. Und dort heißt es dann, wenn Menschen gottlos werden, dann... Und jetzt kommt eine Aufzählung. Wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos. Dann ist die Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos. Dann sind Völker friedlos,
Sitten sind zügellos und die Mode schamlos. Verbrechen sind maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Ja, ich denke, das ist ein Bild der Welt, wie wir sie draußen sehen, und genauso ist es auch. Und wenn wir bedenken, dass inzwischen in den Verträgen, den EU-Verträgen, Gott aus dieser Verfassung herausgenommen wurde. Früher war es ja so, dass die Verfassungen sich immer auf Gott noch berufen haben. Inzwischen ist das nicht mehr der Fall, in vielen Ländern und auch in der EU nicht. Gott als solcher ist herausgenommen worden aus der Verfassung. Das ist der Humanismus, der Mensch wird über Gott gestellt. Gott wird herausgenommen aus vielen Dingen im täglichen Leben. Auch und gerade in der Politik. Und diese, will ich mal sagen, Gottlosigkeit der Führer eines Volkes, das setzt sich natürlich fort bis zu uns, bis zum Bürger, der ganz unten in der Hierarchie eines solchen Staates eben steht. Und gerade dort trifft sie mit voller Wucht auf uns. Wir sehen das auch in dem Bildungsplan, wo viele Dinge jetzt eingeführt werden, die wir als Christen nicht gutheißen können, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, die aber absolut in das Gottlose hineingehen. Und so sind auch die Menschen draußen, wenn man sich das jetzt mal ansieht, ja, Schulden zahllos, passt wunderbar, die ganze Welt ist verschuldet, ne? Lügen grenzenlos. Wir haben da draußen regiert die Lüge in allen Bereichen. Lügenpresse wurde es gerade genannt. Von diesen Demonstranten, ja, das war ja auch ein Wort, ne, wo jetzt durch das Land zog sozusagen. Besprechungen sind ergebnislos, eben auch laufend, ja. Was aber viel schlimmer ist, Kirchen sind kraftlos. Kirchen und Christen sind kraftlos geworden da draußen. Auch das sehen wir, und da muss man sagen, da fehlt es ganz klar an Gottesfurcht. Gottesfurcht, nochmal auf die Definition, ich werde es mehrmals noch wiederholen, ist ein ehrfürchtiges Bewusstsein für die Heiligkeit Gottes und die Allmacht Gottes. Ehrfürchtiges Bewusstsein. Was ist das, ein ehrfürchtiges Bewusstsein? Das wichtigere Wort ist hierfür, um es zu verstehen, Bewusstsein. Viele Menschen sagen, ja, ja, ich bin Christ, ja, ja, ich glaube an Gott. Ich weiß auch, was Gott alles gemacht hat, er ist der Schöpfer. Aber das ist nur ein Lippenbekenntnis. Das ist kein Bewusstmachen. Wenn man sich einmal bewusst macht, was Gott eigentlich für uns tut und was Gott eigentlich für uns darstellt, dann haben wir eine ganz andere Stellung, als wenn wir nur sagen, ja, ja, ich weiß ja, dass es Gott gibt, und das war's dann. Da bin ich noch lange nicht gottesfürchtig. Und so sehen wir diesen Begriff in diesen beiden Lagern. Die angeborene Gottesfurcht, die benötigen wir, die brauchen wir, damit wir überhaupt mal zu Gott finden. Wenn es irgendwann in uns mal einen Schalter umlegt. Ich habe selber, kann ja aus der Erfahrung reden, jahrelang natürlich auch gewusst, dass es Gott gibt. Ich habe immer an Gott geglaubt. Ich habe auch nicht an die Evolution geglaubt, aber ich war nicht gläubig. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was Jesus Christus eigentlich für uns gemacht hat. Ich habe gewusst, er ist der Sohn Gottes und er ist unser Erlöser. Das habe ich nämlich immer in der Kirche gehört. Das habe ich gewusst. Aber war ich deshalb gottesfürchtig? Nein, ich habe etwas über Gott gewusst. Das hat mir aber gereicht und habe einfach weitergelebt. Ich habe genauso gottlos gelebt wie alle anderen Menschen da draußen, die sich da nicht drum kümmern. Aber hätte Gott nicht, wie bei jedem Menschen, auch bei mir, das in mein Herz hineingelegt, dann würde ich ja jetzt nicht hier stehen. Er hat es jedem einzelnen Menschen ins Herz hineingelegt, diese Grundgottesfurcht. Und irgendwann kommen wir dann auf, so ist bei jedem Menschen, auf die Suche. Und wir suchen danach. Und unsere Gottesfurcht, unsere angeborene Gottesfurcht wird uns dabei helfen. Sie ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Nur Toren, also Dumme, verachten Weisheit und Zucht. Wer, so wie es in dem Gedicht hier aufgeführt oder in dem Zitat hier aufgeführt, das sind die Toren. Das sind die, die haben es genauso in sich drin, diese Gottesfurcht, weil Gott es nämlich in sich hineingelegt hat, aber sie verachten es, sie verdrängen es ganz bewusst und sie rebellieren dagegen. Es ist die Rebellion gegen Gott, die es schon seit
den Anfängen der Menschheit gegeben hat. Schon das erste Paar, wir wissen es, durch den Sündenfall, hat hier gegen Gott rebelliert. Die Gottesfurcht ist etwas, was uns dorthin führt, dass wir letztendlich erkennen, was das Heil ist für uns. Dass unsere Seelen verloren sind und dass es einen gibt, der sie rettet. Und wenn wir dann diesen Schritt tun und wir weihen unser Leben Jesus Christus, so wie es viele von euch auch getan haben, dann seid ihr erst am Anfang der zweiten Gottesfurcht. Denn diese zweite Gottesfurcht letztendlich, die euch dahin geführt hat, die kann man jetzt wirklich bezeichnen als Bewusstsein für die Heiligkeit und für die Allmacht Gottes. Doch diese Gottesfurcht, was glaubt ihr, kann man die lernen, Kinder? Was glaubt ihr, kann man Gottesfurcht lernen? Oder ist die einfach da? Ich muss euch leider sagen, in der Schule werdet ihr sie wahrscheinlich nicht lernen. Ihr lernt andere Sachen. Aber hier bei uns und bei euren Eltern, dort könnt ihr sie lernen. Und Gottesfurcht kann man lernen. Und das sagt uns auch die Bibel. Ich habe eine Stelle gefunden im 2. Chronikbuch, das 26. Kapitel, der 5. Vers. Da geht es um den König Usia. Dieser König Usia, der hat 52 Jahre lang Israel regiert in Jerusalem. 52 Jahre lang. Eine wirklich lange Zeit. Noch länger wie die 40 Jahre, wo sie durch die Wüste gelaufen sind. Und er wurde König schon mit 16 Jahren. Mit 16 Jahren ist er schon König geworden. Und dort heißt es in diesem 5. Vers, und er suchte Gott, also er, Usia, solange Sachaja lebte, Sachaja, der Prophet, der ihn in der Furcht Gottes unterwies. Und solange er den Herrn suchte, ließ Gott es ihm gelingen. Man kann also in der Gottesfurcht, in der Furcht Gottes unterwiesen werden. Man kann diese Gottesfurcht lernen, ja, man kann sie nicht nur lernen, man soll sie auch lernen. Das ist auch die Aufforderung, die Gott an uns stellt, dass wir diese Furcht, diese Gottesfurcht erlernen. Denn ohne die Gottesfurcht können wir weder Erkenntnis erlangen, noch Weisheit erlangen und viele andere Dinge. Wenn wir Gottesfurcht nicht haben, geht es uns letztendlich so, wie wir es heute Morgen gehört haben, wie dem Volk Israel, das dann einfach abfällt. Ich habe dann keinen Halt mehr, auch als Gläubiger. Jetzt rede ich zu denen, die als Gläubige sich zu dem Herrn bekannt haben. Heute Morgen haben wir geredet über das Volk Gottes. Über die reden wir jetzt. Nicht über die, die überhaupt gar keine Gottesfurcht haben und alles verleugnen. Nein, wir reden jetzt über die, über uns eigentlich. Über uns reden wir. Über die Gottesfurcht von uns selbst. Von Christen. Guck mal in viele Gemeinden hinein. Dort werden teilweise Partys gefeiert. Das hat mit Gottesfurcht nichts zu tun. Da ist man abgewichen von dem Wort. Da ist man abgewichen von Gott. Da hat man ganz andere Ziele. Man will nur Mitglieder haben, man will, dass es den Menschen gefällt und das war's dann. Das sind die Ziele gewesen von diesen. Aber genauso in der anderen Richtung auch. Gibt es auch Gemeinden, die ihre Mitglieder, will ich mal sagen, fast vergewaltigen und hineinstrecken in ein dickes Korsett, das sie selber aufgestellt haben. Eigene Regeln erstellt, ja, um angeblich heilig zu sein. Das ist genauso wenig Gottesfurcht, weil sie haben das Wort Gottes verändert. Und wir lesen auch in der Offenbarung ganz zum Schluss, dass jeder, der das Wort verändert, etwas wegnimmt oder hinzufügt, die Plagen dieses Buches wird erleiden müssen. Das ist eine Warnung, die heutzutage niemand mehr ernst nimmt. Oder nur wenige noch. Es wird verändert, es werden gotteslästerliche Bibel herausgegeben, Volksbibel zum Beispiel. Da wird das Gotteswort verhöhnt, verdreht. Ja, es wird in der Allgemeinsprache gemacht, es werden viele Dinge hinaus weggelassen und es kann dadurch auch gar nicht mehr die Kraft entwickeln. Wer so etwas macht, hat keine Gottesfurcht. Er stellt sich selber über Gott. Er geht einfach her und sagt, das, was Gott da geschrieben hat, das mag ja schön sein, wir ändern das jetzt aber mal. Und wenn es nur ein bisschen ist.
Das hat mit Gottesfurcht nichts mehr zu tun. Und so ist es auch bei jedem Einzelnen von uns. Es ist ein Bewusstsein, sich das bewusst machen eigentlich, wer Gott eigentlich ist. Und wenn wir morgens aufwachen und denken oder beten auch zu Gott, dann sollten wir uns überlegen, wer ist Gott eigentlich? Das sollen wir jeden Tag tun. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, was Gott gemacht hat für uns, wer er eigentlich ist. Und dann kommen wir auch auf die Stellung zu sprechen, die wir haben bei Gott, bei uns zu Gott hin. Wir sind das Geschöpf und er ist der Schöpfer. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und so wie ich es eben gesagt habe, kann man das auch verstehen. Das ist dann Wissen. Ich weiß es. Ich weiß, ich bin ein Geschöpf. Und Gott ist der Schöpfer. Aber durch Wissen habe ich noch lange keine Gottesfurcht. Es geht darum, dass ich nun Erkenntnis bekommen soll. Erkenntnis bekommen muss. Das ist was ganz anderes wie Wissen. Erkenntnis ist, dass es in meinem Herz, dass ich es akzeptiere, dass ich es annehme, dass ich es verinnerliche, dass ich es mir bewusst mache, ich bin das Geschöpf und er ist der Schöpfer. Und wenn ich mir das in aller Ruhe einmal wirklich bewusst mache, dann ist das was ganz anderes wie ein Wissen, dass ich sagen kann, naja, ich bin ein Geschöpf und das ist der Schöpfer, weiß ich. Das ist Gott, das bin ich. Das hat nichts mit Heiligkeit zu tun. Aber wenn ich die Erkenntnis suche, und das ist das, was der Osia auch gemacht hat mit Hilfe von Zacharja, und das ist auch das, was wir täglich machen sollten, täglich. Denn wenn wir es nicht tun, wir haben gesehen, innerhalb von 40 Tagen ist das gesamte Volk abgefallen. Gott war auf einmal nicht mehr präsent, obwohl er so viele Wunder und alles getan hat. Das war gar nicht mehr da, das war gar nicht mehr im Bewusstsein von diesem Volk. Auf einmal waren sie gottlos innerhalb von 40 Tagen. Und das kann uns auch passieren, auch in weniger als 40 Tagen. Es kann uns auch in 40 Jahren passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dieser Gottesfurcht als solche auseinandersetzen und nicht denken, naja, ich bin ja Christ, ich bete jeden Tag, ich gehe immer in den Gottesdienst. Das ist alles schön und gut. Aber mit wahrer Gottesfurcht hat es erstmal wenig zu tun, weil es ein äußeres Tun ist. Wahre Gottesfurcht muss von innen kommen. Und die kann man lernen und die sollen wir auch lernen. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir gottlos bleiben, denn wir stehen mitten in einer gottlosen Welt, die uns angreift, wir haben es gehört, mit den Feuerpfeilen, die uns angreift an jeder Ecke, ja, in der Schule, im Betrieb, draußen, es spielt keine Rolle wo. Wir stehen mitten in dieser Welt und sind ausgesetzt großen Angriffen des Feindes, der nichts anderes als Ziel hat, uns von Gott wegzubringen. Das ist das Hauptziel des Satans. Und dem können wir uns nur erwehren, wenn wir gottesfürchtig sind, aber wirklich gottesfürchtig sind, wenn wir uns das bewusst machen, das ist das ganz Wichtige, wenn wir uns die Allmacht Gottes bewusst machen. Denkt auch an Mose, als er vom Berg kam, wie er erleuchtet war und er hat dann letztendlich die Decke über sich gelegt, weil das Volk konnte diese Herrlichkeit, die aus seinem Gesicht ausstrahlte, gar nicht ertragen, weil sie gottlos geworden sind. Und das ist das, ich meine, ich könnte jetzt noch viel erzählen, leider ist die Zeit heute ein bisschen schneller rumgegangen, wie ich gedacht habe, was ja nicht stimmt, ne? Weil die Zeit geht immer gleich schnell rum. Sie war nur anders gefüllt. Deswegen möchte ich einfach noch mal kurz zusammenfassen, auch das, was der Bruder heute Morgen gesagt hat. Es ist ganz wichtig, dass wir auch unsere Zeit, die wir haben, auskaufen. So wird es ja in der Bibel letztendlich auch gesagt. Ja, Stillstand ist Rückschritt. Nur weil ich jetzt mich einmal zu Gott hingewendet habe, weil ich vielleicht getauft bin und weil ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe, damit ist es noch nicht getan. Es gehört alles dazu, aber damit ist es noch nicht getan. Stillstand ist Rückschritt. Und wenn wir stillstehen bleiben, dann werden wir unsere Gottesfurcht verlieren. Wir müssen sie erlernen. Und deswegen sind wir auch da. Und deswegen sind wir auch in Gemeinschaft. Und deswegen ist es schön, dass wir Gemeinschaft haben können, auch in diesem Land noch friedlich zusammen, gemeinsam, jeden Sonntag, jeden Mittwoch und natürlich auch innerhalb der Familien. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit wir die Gottesfurcht als solche erlernen. Und damit wir nicht stehen bleiben, nicht stillstehen bleiben und auf einmal hat sich ein Götzentum oder irgendwas eingeschlichen. Das passiert unterschwellig und so schnell, so kann man erstmal gar nicht gucken, dass man hier gefährdet ist, vom Weg abzukommen.
Also wir müssen die angeborene Gottesfurcht für diejenigen, die jetzt den Herrn Jesus noch suchen, diejenigen, die ihr Seelenheil suchen, die Erkenntnis, die erstreben nach der Erkenntnis der Wahrheit, ja, auch die haben eine Gottesfurcht. Und macht euch Gedanken darüber. Überlegt euch, was der Herr, was Gott für uns getan hat. Er hat alles für uns getan. Er hat das Größte für uns getan. Er hat seinen geliebten Sohn dahingegeben für uns. Er hat bezahlt für unsere Sünden. Er hat bezahlt. Und wir dürfen diesen Sieg, den er errungen hat auf Golgatha, durch seinen Tod, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, diesen Sieg, den dürfen wir für uns in Anspruch nehmen, um unsere Seelen zu retten. Und das ist die Aufforderung an diejenigen, die das noch nicht getan haben. Und die Aufforderung an alle, die es schon getan haben, seid gottesfürchtig, indem ihr lernt, indem ihr die Gottesfurcht, die ihr habt und die wir haben, täglich erneuern, täglich uns einfach nur bewusst machen, was Gott eigentlich gemacht hat und was der Herr Jesus an dem Kreuz eigentlich gemacht hat. Das reicht aus, wenn ich das darüber nur täglich eine Minute oder zwei Minuten intensiv nachdenke, dass ich verstehe, wer ich bin und wer Gott ist und was er getan hat und was ich tun muss, um das Seelenheil zu bekommen. Amen.